Schlag bitte eure Bibel auf in 2. Mose 20, Vers 12. 2. Mose 20, dort lesen wir den Vers 12. Wir sind bei den zehn Geboten. Die Frage ist, wie sollen wir leben? Wie können wir leben? Wie will Gott, dass wir leben? Und ähm, heute geht es um das fünfte Gebot. Mein Thema ist: Verehre deine Eltern. Lasst uns aufstehen und Gottes Wort lesen und ich möchte noch beten. 2. Mose 20, Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, gegeben wird. Ich habe vergessen zu sagen, dass der Gast, der liebe Gast, auf den ich mich gefreut habe heute. Er ist diese Woche ins Krankenhaus gekommen, war ein paar Tage im Krankenhaus und hat mich am Freitagnachmittag angerufen, dass er um Entschuldigung bittet. Er lässt die Gemeinde ganz herzlich grüßen. Er wird es nachholen, sobald es geht, aber er ist angeschlagen und deshalb bittet er, dass wir den Termin verschieben. So nimm bitte seinen Gruß an. Der Paul Adams ist der Gast gewesen und ist der Gast, der dann kommen wird mit Gottes Hilfe und uns auch dienen wird. Und so bin ich natürlich jetzt für ihn eingesprungen. Verehre deine Eltern, habe ich gesagt, ist unser Thema. Und das Wort Gottes ähm, lese ich noch einmal. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf das du lange lebst. In dem Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird. Vater, danke in Jesu Namen, dass wir auch dieses Wort haben. Danke für die Verheißung in diesem Gebot, dass du uns allen gibst. Herr, hilf uns, dass wir im Lichte deines Wortes uns prüfen, ob wir wirklich dir und deinem Wort gehorsam sind in deinem Willen sind, auch was dieses fünfte Gebot angeht. Lehre uns du durch deinen heiligen Geist, durch dein Wort, dass wir so leben, dass wir am Ende froh sind darüber, dass wir nicht am Ende enttäuscht dastehen müssen und, und merken, dass wir gar nicht in deinem Willen sind, dass wir Rebellen waren, die von dir verworfen werden müssen. Danke, Herr, dass du uns hilfst, ein gehorsames Herz zu haben. Gib uns Demut und Buße jedem Einzelnen, da wo wir versagt haben. Amen. Amen. Bitte nehmen Platz. Jemand hat nachgezählt, die zehn Gebote haben nur 293 Wörter. Irgendwo habe ich gelesen, die Unabhängigkeitserklärung der USA hat sogar mehr Wörter, 382 Wörter. In der EU, wenn man nachliest, manche kleine Gesetze, es geht nur um Bonbons. Und die Vorschriften bei, bei Karamellbonbons zum Beispiel sind schon 26.911 Wörter. So langes Gesetz muss man machen. Und so gibt es viele andere Beispiele, die will ich gar nicht erwähnen. Aber Experten schätzen, dass in der Welt etwa 45 Millionen Gesetze gibt. Die, diese viele, viele Millionen Gesetze möchten alle eigentlich nur die zehn Gebote zur Geltung bringen. Und dann bedenkt mal, wie herrlich die zehn Gebote sind. Weil viele denken: Überholt. Oh, oh, wir müssen im Neuen Testament lesen. Oh, was hat es uns schon zu sagen? So denken viele, die sie sind sogar Christen nennen. Wir ahnen gar nicht, was wir in den zehn Geboten haben, Leute. Wie kurz gefasst und doch alles drin ist. Ein Wunderwerk. Immerhin hat Gott mit eigenen Händen geschrieben, die ersten zwei Tafeln. Okay, was bedeutet für uns heute das fünfte Gebot? Ohne Wertschätzung erstens keine Zukunft. Wenn wir nicht lernen, Wert zu schätzen, haben wir keine Zukunft. Unser Lebensglück hängt in biblischer Sicht auch entscheidend von der versöhnten und ehrenden Haltung unserer Eltern gegenüber ab. Wenn diese Beziehung, wie heute überall zu beachten ist, nicht gelingt, ist die ganze Gesellschaft eigentlich auf der Kippe. Äh, denn die ganzen Beziehungsgeflechte hängen ja zusammen. Von der gesunden Familie hängt das Wohl und Wehe einer ganze Gesellschaft ab. Es ist wie ein Dominoeffekt. Wenn ein Stein fällt, kann sein, das ganze Ding kippt zusammen. Nicht nur kann sein, es ist so. Wer seine Eltern nicht achtet, wird im Alten Testament ein Rebell genannt und äh, wurde sogar gesteinigt, teilweise wenn sie den Eltern gegenüber bestimmte Dinge getan haben. Aber Fakt ist, wer seine Eltern nicht achtet, rebelliert auch schnell gegen Lehrer, gegen Vorgesetzte in der Arbeit, gegen Älteste und Pastor in der Gemeinde, gegen Staatsdiener, Politiker, Bürgermeister und alles Mögliche. Diese, diese Rebellion ist im Herzen des natürlichen Menschen und es geht immer weiter. Und deshalb ist es gut, wenn man zu Hause eine gewisse Kultur lernt in der Familie, so dass Kinder ihre Eltern schätzen, dass man einander grüßt, dass man Respekt voreinander hat. Wer das zu Hause nicht lernt, hat sein Leben lang manchmal Schwierigkeiten. Selbst der Ehepaar kann nachher bei so einem Menschen, der rebelliert hat bei den Eltern, beim Lehrer, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, nachher ist der Ehepartner eigentlich äh, zu heiße Front geworden und man rebelliert sein Leben lang. Das heißt, wenn die Haltung der Autoritätsmissachtung als Massenproblem auftritt, wenn immer mehr Menschen so eingestellt sind, dann ist die ganze Gesellschaft in Gefahr. Und das ist der Fall. Paulus sagt es ja voraus, prophetisch, in der Endzeit wird dieses Problem massiv zunehmen. 1 Timotheus 4 und 2 Timotheus 3, jedes Mal fängt er die ersten drei, vier Verse damit an und sagt voraus, wie die Menschen sich entwickeln in der Endzeit. Damit wäre auch die Demokratie natürlich gefährdet und das sehen wir ja heute, es ist eigentlich eine Schande. Wenn jemand öffentlich etwas sagt, und ich, hab, ich will nicht jetzt politisieren, aber wir sehen, wenn ein Politiker etwas sagt, was den Menschen nicht gefällt, dann wird gleich auf ihn rumgehakt und alle schreiben darüber, wie wenn es nicht zu schreiben gäbe. Und alle reden tagelang, wochenlang und, und, und wenn er dann noch was sagt, wird er gleich fertig gemacht auf der ganzen Ebene. Das heißt, du kannst gar nicht mehr... Nach der Meinung der Masse überhaupt etwas sagen, ist höchst gefährlich. Weil dann musst du damit rechnen, dass du bekämpft wirst. Von wegen Freiheit. Ist das Freiheit? Ist das Toleranz? Nein, das ist die neue Toleranz. Wenn du nicht so denkst, wie ich weh dir, dann bekämpfe ich dich. So denken die meisten Menschen heute, ob sie es zugeben oder nicht. Das ist die neue Toleranz. Passt doch auf, was in den Zeitungen und in den Nachrichten jeden Tag kommt. Jeder, der anders denkt, wird niedergedrückt, wird fertig gemacht. Man sucht gegen ihn irgendetwas, um ihn auszulöschen. Das ist eigentlich auch eine Art Diktatur. Aber oft wird es nicht so genannt. In diesem Sinne spricht das Neue Testament so von Unterordnung, dass jeder, der sich bekehrt, unterordnet im Elternhaus und bis hin zum Staat, auch in der Gemeinde. Petrus konnte damals schreiben, der alte Petrus, der seinen ersten Brief schreibt, der jahrelang mit Jesus war, und man nimmt an, er war im Alter, als er diesen Brief geschrieben hat, fügt euch um des Herrn willen, schreibt er. Kapitel 1 Petrus 2, Vers 13 und 17 lese ich, fügt euch um des Herrn willen, jeder von Menschen gesetzten Ordnung, ob mir die Ordnung passt oder nicht, trotzdem soll ich mich fügen. Ehrt alle Menschen, liebt die Gemeinschaft der Geschwister oder der Brüder und Schwestern, fürchtet Gott, ehrt den Kaiser. Das hat nicht ein Ungläubiger geschrieben, das hat ein Apostel Jesu Christi geschrieben, und es gilt auch heute. Deshalb ist die Frage. Was bedeutet für uns heute das fünfte Gebot? Ich habe gesagt, mein erster Gedanke war, ohne Wertschätzung hast du keine Zukunft, ich auch nicht. Der zweite Gedanke ist eine Frage, achtest du oder ächtest du deine Eltern? Vielleicht frech die Frage, aber wir werden es gleich sehen. Die Eltern sind unsere Allernächsten, wie immer wir sie auch erlebt haben. Selbst wenn wir sie negativ erlebt haben, sie sind unsere Allernächsten, denn durch, durch sie sind wir überhaupt in Dasein gekommen. Was wir sind, geht wesentlich auf ihre Gene, ihre Art, ihre Erziehung, ihr Lebensstil, auch ihr Glauben oder Unglauben, ja auch ihr spezifischer Sündersein zurück. Und so sind wir viel näher unseren Eltern, als wir zugeben wollen vielleicht. Wir sind durch sie geprägt bis in die Empfindungen und Wertmaßstäbe hinein. Diese Eltern, Elternhausfakten, oder wie man es auch nennen möchte, tragen natürlich nicht immer zu einer, zu einer ehrenden Haltung gegenüber Vater und Mutter bei. Weil viele sind ja enttäuscht von ihren Eltern, sind verletzt von ihren Eltern. Viele Menschen haben sich deshalb entschieden, ihre Eltern nicht zu achten, sondern zu ächten. Sie lachen über ihre Eltern, verspotten sie, statt sie zu achten. Wie immer man auch zu seinen Eltern stehen mag, das fünfte Gebot ist sehr deutlich, ist unmissverständlich. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ob das auch möglich oder berechtigt ist, wird gar nicht gefragt. Offensichtlich argumentiert die Bibel nicht psychologisierend, sondern autoritativ hier und sagt: Ehre Vater und Mutter, unabhängig wie sie zu dir waren, unabhängig wie sie dich behandelt haben, Ehre deine Eltern, Punkt. Das mag sein, jemand passt es nicht, aber Gott fragt nicht danach. Gibt es? einen einsichtigen Grund für diese Forderung. Eine kurze Analyse des Wortes Ehre wird uns helfen. Es geht auf das hebräische Wort Kabet zurück. Kabet bedeutet Schwere. Wenn ich dieses Pult heben will, oh, ich kann es schon heben, ich will es jetzt nicht heben, sonst sind die Kabel durcheinander. Aber es ist, es ist schwer, es ist ein paar Kilo schwer. Ehren kommt aus diesem Wort in Hebräisch schwer, Gewicht. Es hat ein schweres Gewicht. Wenn ich jemand ehre, bedeutet, er ist mir wertvoll, er ist mir wichtig, wertgeachtet. Von Gott aus gesehen ist dieses Wort, hat mit verherrlichen wird es oft übersetzt. Wir sollen Gott die Ehre geben, Gott verherrlichen, ihn für wichtig halten. Wie viel Gewicht hat Gott für uns? Wenn wir jetzt das erklären möchten, ehren wir ihn, dann hat er schweres Gewicht für uns. Dann ist er wichtig in unser Leben. Die Eltern haben ein autoritatives Gewicht, wenn wir das fünfte Gebot nehmen. Der Schöpfer will damit sagen, dass Vater und Mutter für jeden Menschen die erste und entscheidende Bezugsperson ist und die Eltern haben damit ein Gewicht sollten ein Gewicht haben nach gott sind sie die wichtigsten Schlüsselfiguren unseres daseins als lebensvermittler als beschützer als erzieher als liebender als fürsorgender und man könnte viele sagen, als Leidende, sie leiden mit, wenn ihre Kinder leiden, als Tröster, als Dulder, als Lehrer, Erzieher, auch als Glaubende. Denn gläubige Eltern sind ein Vorbild für ihre Kinder, sollen ein Vorbild sein, sie auf Christus hinweisen. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter, auch wenn die Eltern an uns vielleicht sogar uns verletzt haben, schuldig an uns geworden sind, sind wir ihnen dennoch dankpflichtig. Wir sind verpflichtet, dankbar zu sein für sie, denn durch sie leben wir. Und wenn wir das Ziel erreichen werden, haben sie mit beigetragen, dass wir überhaupt leben können und in den Himmel sind. Gemäß dem fünften Gebot sollen wir ihnen dankbar sein, sie wertschätzen. Den Eltern im Sinne vom fünften Gebot Würde oder Ehre entgegenzubringen, würde heute bedeuten, sie als Autoritätsperson zu achten. Ihre Opfer für unser Leben, was sie für uns getan haben, wertschätzen. Ihre Erfahrungswerte, ihre Überzeugungen nicht verachten, sondern achten. Ihre Ratschläge wenigstens überdenken. Das heißt nicht, dass jeder immer machen muss, was die Eltern vorschlagen, aber trotzdem, ich würde nie ihren Ratschlag verachten. Ihre Elternliebe als Gottes Segen annehmen, ihr Versagen nicht zulassen, dass Hass entsteht, dass Ablehnung, dass Streit entsteht, ihre Schwäche und Grenzen duldsam äh, begegnen oder auch mit Geduld ertragen ihnen im Alter zu helfen, beizustehen, zu dienen, für sie zu sorgen. Und wenn die Eltern versagten, fragt Gott denn nicht nach, nach den Fakten, wie ich es hatte, wie schwer ich es hatte und wie mir alles verboten wurde und was weiß ich, was alles jemand sagen will, wie mein Vater gesoffen hat, hat jemand mal erzählt. Der hat unser ganzes Leben kaputt gemacht. Oder er hat die Ehe gebrochen sein Leben lang, hat uns immer in Schande gebracht und, und, und alles Mögliche haben Leute schon gegen ihre Eltern gesagt. Ja, wie soll ich meine Eltern dann ehren? Mein Vater war für mich alles andere als Vorbild. Weiß er nicht, weiß Gott nicht, wie es in den Familien zugeht? Versteht er nichts von Psychologie, von Ursache und Wirkung? Warum verlangt er von uns das ohne Wenn und Aber? Ist das gerecht? Ich habe mit Leuten geredet, die sich bekehrt haben, die so geschimpft haben über ihre Eltern. Sie wollten nichts von ihrem Vater wissen, besonders den Vätern gegenüber waren sie so enttäuscht. Stellen wir die Frage einmal anders herum. Ich möchte nur die Augen öffnen und den Verstand ein bisschen lockern, damit wir sehen, eigentlich bringt uns nichts, wenn wir den Eltern ständig ihre Fehler vorhalten, jahrelang sagen, wie schlecht sie waren, wie sie alles vergeudet und wie schlechte Vorbilder sie waren. Das bringt dir nichts, mir nichts, keinen. Stellen wir uns die Frage deshalb andersrum, werden unsere Elternprobleme und die daraus folgenden Konflikte dann gelöst, wenn wir selber immer unsere Wunden lecken, immer uns sagen, wie schlecht wir es hatten, wie schwer wir es hatten? Wie traurig alles war und so weiter. Wären wir dadurch glücklicher? Natürlich nicht. Lasst uns deshalb erkennen, wenn Gott von uns die Eltern Ehre erwartet im fünften Gebot, dann will er uns genau davor bewahren, dass wir Schmerz und Hass fixiert sind. Das ist das Problem, was viele Menschen nicht merken. Man kann Schmerz fixiert Enttäuschungen fixiert und Hass fixiert sein. Aber Hass frisst sein Opfer auf. Und wer das noch nicht gemerkt hat, der geht zugrunde. Aber 100 Prozent. Ihr müsst nur in der Sprüche lesen, was Hass macht. Ihm, also Gott liegt mit diesem Gebot viel mehr, ihm liegt es daran, unsere negativen, rebellischen und misstrauischen Gefühle zu stoppen. Es bringt nichts, immer zu jammern. Es bringt nichts, immer die negative Dinge von Leuten zu erzählen. Es entspringt Gottes weise Voraussicht, seine göttliche Therapie. Es gehört dazu, dass wir aufhören, das Schlechte immer vorzuhalten, das Schlechte immer aufrechtzuhalten. Im Gegenteil, wir helfen nur Satan und zerstören uns selbst, denn auf diese Weise wenn wir dem gebot gehorchen unterbricht dieses fünfte gebot den verhängnisvollen kreislauf von verletzung wut streit verachtung und unversöhnlichkeit der hass gegen vater und mutter der ja so verbreitet ist heute bei vielen menschen würde sich sonst dauerhaft gegen uns selbst unser eigenes leben richten es ist also Gnade, wenn Gott uns das fünfte Gebot gibt und von uns verlangt, Ehre Vater und Mutter, denn damit will er das Böse unterbrechen, das Böse, das Rebellische in uns einfach stoppen. Im festen Vertrauen auf das Erlösungswerk Christi können wir, wenn wir gerettet sind, unseren Eltern gerne vergeben müssen wir, dürfen wir. Es ist ein Vorrecht, können wir ihnen alles vergeben. Gnade auch dann, wenn klärende Gespräche nicht mehr möglich sein sollen. Ich weiß von Fällen, wo Kinder missbraucht wurden von ihren Vätern und trotzdem haben die Kinder nach der Erlösung vergeben können, auch wenn das ein scheußliche Tat ist, ein böse Tat. Aber Kinder, die erlöst sind und Vergebung von Gott empfangen haben, haben ihren Eltern vergeben, haben gewünscht, dass auch sie gerettet werden. Oder Eltern, die, die wirklich ihre Kinder ganz böse behandelt haben oder sehr, sehr brutal äh, durch viel Schläge behandelt haben. Kinder, wenn sie sich bekehrt haben, haben gerne ihre Eltern vergeben. Gott kann unsere bittere Gefühle, und abwertenden Gedanken durch seine Liebe verdrängen, heilen, verändern. Das gilt auch in unserem Umgang miteinander in der Gemeinde. Und wenn es noch nicht so ist, ist es krank. Ja, er möchte uns durch die Kraft seines Geistes befähigen, dass wir alle Verletzungen vergeben. Was ist das für ein Leben? Wo soll das überhaupt hinführen, wenn ich immer nur meine Verletzungen lecke? Das geht nicht. Das führt zur Selbstzerstörung. Deshalb, Gotteskinder werden von Gott befähigt. Die Kraft der Gnade ist darin sichtbar, dass wir vergeben. Unversöhnlichkeit kostet immer mehr als Vergebung. Und deshalb, Gotteskinder werden befähigt von Gott die von Gott gegebene Elternehre ohne physische Zwänge ohne emotionale Verkrampfung einfach auszuüben wir erinnern uns Gottes Gebote sind Anweisungen für Freiheit habe ich am Anfang gesagt beim ersten Gebot Ihre Substanz ist Wahrheit ihre Zielrichtung ist die Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen auch zwischen Menschen es kann nicht treffende und hoffnungsvolle formuliert werden als Paulus es tut, er formuliert dieses Gebot in Epheser 6. Er schreibt an die Kinder und er schreibt in Epheser 6 Vers 2 und 3: "Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. So hat der Herr dein Gott es dir befohlen." Paulus nimmt sich die Freiheit und legt es schon ein bisschen aus. Und wenn du das tust, wirst du lange leben und es wird dir gut gehen im Lande, dass der Herr dein Gott dir gibt. Also es wurde den Israeliten gegeben, bevor sie ins Land kamen, damit sie im Land bleiben können, müssen sie Gottes Gebot halten, auch dieses Gebot. Christus hat die Kraft, unsere verwundeten Gefühle zu heilen. Der gekreuzigte und auferstandene heilt kranke Elternbeziehungen zwischen Kindern und Eltern. Denn er wurde verwundet. Jesaja 53 sagt, er wurde für uns verwundet. Er nahm unsere Sünden und unsere Krankheit auf sich. Und Kinder sind nicht besser als Eltern. Auch das ist in diesem Gebot. Lass mich das erklären. Dieses Gebot beinhaltet viele wunderbare Dinge. Ich habe nicht alles erkannt, aber das ist mir gestern so aufgegangen. Kinder sind nicht besser wie die Eltern. Von wo weiß ich das? Gott möchte uns durch das fünfte Gebot zeigen, dass keine Generation besser ist wie die andere. So schildert der Prophet Hesekiel im Kapitel 18 einen Aufstand in Israel gegen die Vorfahren. Ein Aufstand der Jungen gegen die Alten. Und der Schlagabtausch ist nicht simpelig, es wird ziemlich hart, wird mit harten Worten wird dort gekämpft. Und es das heißt im Kapitel 18, Vers 2, die Väter essen unreife Trauben und die Söhne bekommen davon stumpfe Zähne. Wie kann das sein? Die Eltern essen die unreife Trauben, die Kinder kriegen die, das zu spüren in den Zähnen. Im Klartext, die Alten haben versagt, haben gesündigt und die Jungen müssen es ausbaden. Das ist die Bedeutung. Schaut in Auslegungen nach. Das ist, was eigentlich Gott sagen will. Aber Gott verbietet den jungen Leuten diesen gereizten Stolz und leichtfertigen Vorwurf den Alten gegenüber äh, mit der Begründung, dass auch sie nicht gegen moralische Versagen gefeilt sind. Wenn wir es bis Vers 20 lesen, dann sagt Gott ganz klar, Vorsicht, Junge, ihr seid auch, ihr habt auch den Keim des Bösen in euch. Durch den Sündenfall ist jeder Mensch vergiftet. Jeder Mensch hat den Keim des Bösen in sich, ist fähig zu allem Bösen. Deshalb können die junge Generation nicht aufstehen und die Alten verurteilen. Gott ist dagegen, denn Gott sagt Vorsicht. Bei dir im Herz ist auch ein Keim des Bösen. Also demütige dich und nimm mein Gebot ernst. Damit entgiftet Gott den typischen Generationen. Äh, Generationskonflikt, ähm, der allzu oft in den gegenseitigen Anklagen eskaliert, er lenkt uns auf unser eigenes Versagen. Gott will sagen: Stopp, junge Mann, du rebellierst gegen deine Eltern. Stopp, ich sehe in dein Herz Rebellion, Böses. Das kann, dir, kann dich in ganz schlimme Situationen führen. Stopp, seh erst mal. Das Böse in dein Herz, bevor du gegen die Alten vorgehst. Und beide Seiten brauchen Gottes Erbarmen, Gottes Hilfe und Vergebung, Eltern und Kinder. Amen. Deshalb wird vom Messias Geweis sagt im Buch Malachi, wenn der kommt, hat Johannes der Täufer ja auch gepredigt darüber, er wird die Herzen der Väter und der Söhne vereinen. Er wird die Herzen der Kinder und der Eltern vereinen. Jesus ist derjenige, der gesagt hat: Wenn du nicht vergibst, werde ich dir auch nicht vergeben. Er ist der, der das sagen kann, der verlangen konnte: Ich habe ein neues Gebot für euch, dass ihr euch untereinander liebt. Und genau darum geht es auch bei Hesekiel. Ich habe nicht Zeit, jetzt den Kapitel auszulegen. Beide Seiten brauchen Gottes Erbarmen, Gottes Hilfe, Gottes Vergebung. Und es wird trotz negativer Elternerfahrung sichergestellt in Hesekiel 18, dass unsere biologische Urbeziehung nicht in Schulzuweisungen, Unversöhnlichkeit und Feindschaft einmündet. Wahrscheinlich wird am Tage des Gerichts manch einer sich wundern müssen, was Gott ihm vorhalten wird. Was um das fünfte Gebot geht. Leute, bekehren wir uns davon, bevor es zu spät wird. Denn vor Gericht werden Menschen stehen, die ihre Eltern verspottet haben, verachtet haben. Und Gott wird dich nicht durchgehen lassen. Du musst Buße tun darüber, wenn du das getan hast. Wie stehen wir also zu unseren Eltern? Ehren wir sie oder verachten wir sie? Folgende Fragen können helfen, einen Klärungsprozess im Gang zu bringen: Verberge ich meinem Her in meinem Herzen Vorwürfe gegen meine Eltern? Bin ich sauer auf sie? Würde ich am liebsten sie schimpfen? Fühle ich mich durch sie verlässt, vernachlässigt? Ist meine Beziehung lieblos und hart zu meinen Eltern? Schäme ich mich ihrer? Empfinde ich mich bevormundet ständig von ihnen? Ist meine Beziehung zu ihnen lieblos und hart? Warum kann ich ihnen nicht vergeben? Suche ich mit ihnen Gespräch, wenn es überhaupt noch möglich ist. Manche würden gerne zehn Minuten mit ihren Eltern noch reden. Geht nicht mehr. Die Eltern sind gestorben. Es gibt Situationen, die sind so schlimm, dass, er, dass Kinder das nicht akzeptieren konnten. Ich hätte noch einmal mit meinem Mama oder meinem Papa reden wollen, aber es geht nicht. Bin ich bereit, ihnen die notwendige Fürsorge zu geben, wenn sie alt sind oder sollen sie schauen, wie sie zurechtkommen. Viele der alttestamentlichen Familiengeschichten und ich könnte wirklich drei Projekte aus diesem Gebot prägen. Viele alttestamentliche Familiengeschichten kann man nicht ohne Erschütterung lesen. Man muss einfach den Kopf schütteln, wenn man es liest. Da war Ham, eines der Söhne noahs der sich über seinen betrunkenen Vater lustig machte und eine tiefe, im Grunde bis heute andauernde Menschheitsnot heraufbeschworen. Da waren die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinehas, die Priester waren im Heiligtum in Silo, ähm, gegen die Warnung ihres Vaters am Opferfleisch sich vergriffen. Sie aßen, vergnügten sich und haben große Partys gefeiert gegen Gottes Wille, haben sich total versündigt, bis Gott sie an einem Tag töten ließ. Isaac musste miterleben, der Patriarch musste miterleben, wie sein zweitgeborener Sohn Jakob ihn nach Strich und Faden belogen hat. Das war schon enttäuschend. David musste miterleben, dass sein lieber Sohn Absalom, den er so geliebt hatte, über alle maßen liebte er diesen sohn ihm vom königsthron drängte rehabeam der eigentlich als nachfolger herrscher des großen königreichs des salomo aufgebaut wurde ähm, oder berufen war hat entgegen dem rat der minister seines vaters gehandelt und die Steuern drastisch erhöht. Er hörte auf die jungen Ratgeber, die keine Ahnung vom Tuten und Blasen hatten. Und dadurch hat, haben sich zehn Stämme von Israel getrennt. Zwei sind nur übrig geblieben. Es war ein Fluch in Israel. So was ist passiert. Das hat keiner vorher geahnt, rein menschlich. Gott hat es gewusst und vorausgesagt. Rehobeam musste dann erleben. Dass alles drunter und drüber geht. Er war nicht unter dem Segen Gottes. Überall sehen wir eine tiefe Dramatik, die ich hier nur stichwortartig erwähnen kann oder andeuten kann. Das Alte Testament zusammengefasst, können wir sagen. Lasur hat in seiner Einführung im Alten Testament geschrieben. Das Alte Testament leidet unter einem andauernden Generationskonflikt und findet keinen Ausweg. Es hat keine Antwort auf dieses Problem. In den Sprüchen Salamos gibt es sehr weise und kluge Ratschläge über Erziehung und über Gehorsam der Kinder, manchmal sogar sehr deftige Sprüche drin. Zum Beispiel heißt es in Sprüche 30, 17, eine Auge. Nee, ein Auge, das den Vater verspottet und verachtet der Mutter zu gehorchen, das müssen die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Stellt euch das vor, wie schrecklich das ist. Das wird gesagt als ein Spruch über einen ungehorsamen Sohn oder auch Tochter den Eltern gegenüber. Jesus war absolut im Übereinklang mit dem fünften Gebot. Ich möchte es euch zeigen. Er hat das fünfte Gebot hundertprozentig akzeptiert, hat es sogar erweitert. Jesus befolgt sowohl das fünfte Gebot, selbst am Kreuz lesen wir. In Johannes-Evangelium, Kapitel 19, wird uns im Vers 27 gesagt, dass er, bevor er stirbt, denkt er an seine Mutter. Er sieht den Jungen, Johannes, der war ja noch ziemlich jung, und er sang, Jüngling, siehe deine Mutter, und schaut auf Maria. Maria war daneben. Und von da an, heißt es, nahm Johannes die Maria, die Mutter Jesus zu sich. Die Brüder von Jesus waren noch nicht gläubig. Und sie waren noch nicht so weit, dass sie sich kümmern und diese Pflicht für ihre Mutter überhaupt wahrnehmen. Und es ist biblisch, die Eltern zu versorgen für die Eltern, um die Eltern sich zu kümmern. Und wenn wir weitergehen, nochmals kurz im Alten Testament, auch Josef hat das fünfte Gebot gehalten, obwohl es noch gar nicht da war. Es war aber schon bei den Patriarchen vorhanden, eine gewisse Achtung, den Eltern haben sie den Kindern beigebracht. Denn es heißt in 1. Mose 48, 12. Als Jakob, der Patriarch im Alter, nach Ägypten kam, Josef war schon dort auf dem Thron und Josef kommt und begrüßt seinen Vater, heißt dort im Vers 12: Josef verneigte sich vor ihm zur Erde. Hallo, hier spätestens sieht man, das sind Kinder, die wurden erzogen. Wirklich, da ist ein Kultur. Die wir heute oft vermissen. Ich würde nie erwarten, dass meine Kinder sich verborgen vor mir. Ich <laughs> noch nie gewünscht. Aber wenn sie reinkommen in die Kühe und nicht mal guten Morgen sagen, dann muss sie oft sagen, hallo, kannst du bitte wieder raus und neu kommen. Und dann mussten sie sofort guten Morgen. Ha, wo sind wir denn überhaupt? Aber wenn ich dann sehe, dass Leute nicht mal grüßen, Manchmal auch in der Gemeinde kommt diese Kultur hinein. Man geht an der vorbei mit zwei äh, Träumer, die gar nicht irgendwo äh, im Aal unterwegs sind, gar nicht einander sehen richtig. Das geht nicht, das ist, das ist verachtend. Bei Salomo sehen wir auch, dass er Kultur hatte. Salomo ist schon König auf dem Thron. Und es, war Problem, es gab ziemlich viele Probleme im Hause Davids. Und dann heißt in 1. Könige 2,19 wird berichtet: So ging Bezeba, die Mutter Salamos, hinein zum König wegen Adonia, um mit dem König zu reden. Und der König erhob sich vom Thron, beugte sich nieder vor seine Mutter und begrüßte die Mutter und hat sofort einen Befehl ge gegeben. Ein Thron sehr, sehr zu bringen für sie, für die Mutter. Und dann erst haben sie sich unterhalten. Ich finde es interessant, weil wir heute sowas äh, immer weniger haben. Solomo zeigt, dass er erzogen war, dass er Achtung hat vor seiner Mutter, trotz ihrer Fehler, die sie hatte, vielleicht. Jeder kann sagen, ja meine Eltern, die haben so und so, und ich fühle mich ungerecht behandelt. Ja können wir alle sagen. Denn Pastor Honsale hat mal gepredigt, wenn ich hier draußen geparkt habe, das muss ich jetzt doch sagen, habe schon ein paar Mal Leute erzählt, aber ich kam zur Gemeinde mal spät und meine Familie war drin und es war alles besetzt und war nur noch ein Behindertenparkplatz. habe ich schnell da geparkt. Nein, da kannst du nicht parken, Papa. Ich habe gesagt, doch, da parke ich jetzt. Ein bisschen behindert bin ich. <lacht> jetzt lacht ihr alle. Aber ich habe mich bezogen auf das, was ein Mann Gottes einmal gesagt hat. Und das vergesse ich nie. Ich war 17 Jahre alt. Ich kam nach Deutschland und hörte Pastor Honsalek predigen. Eine wunderbare Predigt. Der hat über Jesus, den jungen Jesus, gepredigt, der mit zwölf Jahren in den Tempel geht und er will den Willen seines Vaters tun. Und er hat gesagt, liebe Leute, könnt ihr bedenken, was ihr wollt von mich? Für mich sind alle Menschen krank. Alle sind ein bisschen behindert. Nur Jesus war gesund in der Persönlichkeit. Der einzige gesunde in Persönlichkeit ist der Herr Jesus. Lernt von ihm. Schaut, er wuchs in Gnade und wuchs vor Gnade vor Gott und vor Menschen und hat dann darüber gepredigt. Aber das ist der Predigt für sich. Zurück zu meinem Text. Der zweite Gedanke. Was sagt dieser? dieses fünfte Gebot den Eltern. Ist was den Eltern auch drin? Weil da sitzen auch Eltern. Ich bin auch als Vater da. Was sagt das fünfte Gebot den Eltern? Die Aufgabe der Eltern ist tatsächlich hier. Schaut mal. Es wird ganz klar den Eltern manches gesagt, aber manches sehe ich, vielleicht sehe ich nur einen Teil davon. Es wird gesagt, dass Eltern von ihren Kindern wertgeschätzt werden, hängt natürlich auch von ihnen höchstpersönlich, von ihrer Opferbereitschaft, Lebenshingabe ab. Deshalb müssen sich Väter und Mütter mit Aufgabe ihrer Elternschaft rechtzeitig, sachlich beschäftigen. Deshalb haben wir Elternschaftskurs. Da kann man ganz viel lernen als junge Eltern, damit man nicht so viel Fehler macht. Fehler machen wir sowieso. Aber wenn ihr weniger Fehler machen wollt, redet mit Nenad und Carmen, mit äh, Bosses und geht zu diesen Kurse, besucht die Kurse. Sonst werdet ihr noch viel mehr Fehler machen, aber ganz sicher, wir können alle lernen, bei diesen Kurse manche Fehler zu vermeiden. Achten wir auf die Enthaltung ihres Gefühls- und Gemütslebens. Haben wir ausreichend Zeit für die Kinder genommen? Wir können uns vieles hier fragen bei diesem Gebot. Oder liegt uns Selbstverwirklichung, Karriere nur am Herz? Hauptsache wir kommen zum Ziel. Sind wir mit der guten Botschaft, mit einem guten Wandel, ein vorbildliches Wandel, unseren Kindern immer als Vorbild da Oder haben sie von uns Schlechtes auch gelernt? Schlechte Charaktereigenschaften, schlechte Worte und so weiter, Verhalten. Erziehen wir sie zu Selbstständigkeit? Haben wir unsere Kinder beigebracht, dass sie selbstständig lernen, selbstständig zu arbeiten, zu denken und ein Leben zu führen? Dürfen wir oder man könnte viel, vieles noch sagen? Deshalb, Jesus sagt einmal, deshalb verlässt äh, ein Mann Vater und Mutter und hängt sich seine Frau an haben wir unseren Kindern beigebracht, dass sie lernen diese Selbstständigkeit, dass sie auch wirklich nicht abhängen von, von äh, Mamas Zipfel oder von äh, Papas Geldbeute und so weiter. Viele Kinder und Leute, das habe ich in einer Sendung mal gehört, viele junge Leute sind lebensunfähig. Wenn sie nicht Sozialamt haben oder die Eltern haben, landen viele junge Leute in Großstädten jetzt schon auf der Straße, weil sie einfach nicht fähig sind, mit dem, was sie bekommen, einzuteilen und umzugehen. Ich habe es jetzt gehört vor kurzem. Ein ganz trauriger Bericht. Ich wusste gar nicht, dass in Großstädte schon immer mehr junge Leute auf der Straße schlafen. Wir kriegen im seligen Trossingen ganz wenig mit. Das ist eine ganz kleine Stadt, die, wo alles in Ordnung scheint. Nette Familien hier sind, wunderbare Familien. Aber wenn, wenn ich höre, was in Düsseldorf und in... Dortmund und da oben in Essen, da wurde berichtet von ein paar Städten, was da alles abgeht, wie junge Leute gleich nach 18 auf der Straße landen, weil sie nicht mehr beim Jugendamt unterkommen oder irgendwo in den Heimen und in kurzer Zeit waren sie auf der Straße. Und da kam ein interessantes Bericht, habe ich mal, habe ich eigentlich im Auto gehört, in Deutschland, in der ich fand es sehr traurig, dass sowas überhaupt passiert, dass junge Leute die nicht ohne Mittel waren, aber sie konnten damit nicht umgehen. Ich wünsche, dass wir alle helfen, unseren Kindern, dass wir sie so erziehen, auch zu Verantwortung. Schon ein Kind kann ein bisschen Verantwortung in der Familie übernehmen. Wenn er größer ist, ein bisschen mehr. Wenn er größer ist, noch mehr. Wenn sie erst mit 25 Verantwortung übernehmen sollen, ist es zu spät. Jeremia 3,27 sagt: Es ist gut, wenn ein junger Mann in, in der Jugend lernt, Verantwortung zu übernehmen. Wer von seinen Söhnen und Töchtern Ehre und Wertschätzung erwartet, darf daher seinem Nachkommen diese elementare, äh, vorlaufende Vater- und Mutterliebe nicht schuldig bleiben, weil Eltern aber auch unter der Erbsünde sind und Fehler haben, Fehler machen, egal wie sie sich anstrengen müssen wir einfach sehen egal wie sehr wir es gut meinen wir werden trotzdem und haben und werden noch fehler machen gottes gnade ist nötig um in diese situation ein balance reinzubringen vergebung zu ermöglichen damit bei verletzungen wieder versöhnung stattfindet und diese haltung kann dazu beitragen die irrwege und fehlverhaltungen den eigenen Kindern gegenüber ähm, nicht einfach zu rächen, sondern ähm, barmherzig zu sein, betend, im Gebet zu nehmen und wirklich ähm, eine gute Beziehung zu suchen. Wie ich schon sagte, der Prophet Malachi hat geweissagt: er wird das Herz. Der Kinder zuwenden und das Herz der Kinder den Eltern zuwenden. Der Eltern zu Kinder und der Kinder zu Eltern. Er wird beide miteinander versöhnen, in anderen Worten. Der Herr Jesus und ihn brauchen wir im Herzen, damit echte Familienleben möglich ist. Das Gebot und die Propheten weisen in diese Richtung. Aber nur der Heilige Geist kann uns Liebe geben damit wir Wertschätzung füreinander haben, einander respektieren. Gott weiß die Familie, er gibt der Familie oder er weist der Familie eine grundlegende Bedeutung für das gesellschaftliche Leben zu. Er hat Mann und Frau geschaffen und sie beauftragt, die Erde in Besitz zu nehmen. Die Eltern sollen praktisch Wegweiser sein für ihre Kinder, zu Gott. Wer lernt, auf das zu hören, was Vater und Mutter sagt, wird schon im Alten Testament immer wieder wiederholt. Dem wird es leichter fallen, auch auf Gott zu hören, auf Gottes Wort zu hören. Dem wird es leichter fallen, in der neutestamentlichen Gemeinde auch gehorsam zu sein, auch sich wirklich zu unterordnen. So gibt es etwas, das noch wichtiger ist als All Eltern Ehre. Was ist das? Neutestamentlich beurteilt dürfen wir eine entscheidende Einschränkung nicht übersehen. Eltenerehre, die Jesus ausdrücklich bestätigt, in Markus 7, 8 bis 13, da erklärt Jesus, es darf nicht so weit gehen, dass durch die, die Elternehre die Ehre Gott gegenüber zu kurz kommt. Und ich möchte es erklären. Jesus, als er zwölfjährig war, habe ich schon erwähnt, da ging er ja in den Tempel, hat er einfach, ich sage nicht, er hat auf seine Eltern gepfiffen, aber er hat einfach seine Eltern verlassen. Plötzlich haben sie ihn nicht gefunden und die ganze Zeit gesucht und mussten zurück. Und um was sagt Jesus, als sie ihn gefunden haben? In Lukas 2.49, wusstet ihr nicht, dass ich in den Dingen meines Vaters sein muss? Wichtiger als die familiäre Beziehung, und das unterstreicht Jesus auch in Markus 7, und ich komme noch zu ein paar anderen Stellen. Ähm, wichtiger als die familiäre Beziehung und Verpflichtung ist der Gehorsam Gott gegenüber. eltern ist wichtig, aber die Ehre Gottes ist noch wichtiger. Ich will damit sagen, wir können nicht das eine mit dem anderen ersetzen. Wer lernt, die Eltern zu ehren, wird es leichter haben, Gott zu ehren. Und es gibt also etwas, was wichtiger ist als Eltenehre. Und so wies Jesus einen Mann sehr schroff zurecht, der zu ihm kam und gesagt hat: Herr, ich will dir folgen, aber erlaube mir erst mal, meine, meinen Vater zu begraben. Und Jesus in Lukas 9, 59 und 60 überlass die Toten den Toten, ihre Toten zu begraben. Überlass es den Toten, ihren Toten zu begraben. So. Du aber geh und verkündige, dass Gott, also das Reich Gottes, verkündige, dass Gott seine Herrschaft aufgerichtet hat. Mit anderen Worten, für den Jünger Jesu hat das Reich Gottes immer Priorität. Vorrang, gegenüber alle anderen Erwartungen. Aber das soll niemand jetzt so verstehen, also ich muss mich für meine Eltern oder um meine Eltern gar nicht kümmern. Das hat Jesus nicht gesagt. Schaut mal, wie Jesus noch handelt, wie er die Pharisäer angreift, wenn es um die eltern geht. Jesus stellt ohne Kompromisse heraus, in Matthäus 10, 37 und 38, wer Vater oder Mutter nicht liebt, Nein, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist nicht wert, zu mir zu gehören. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir auf meinem Weg folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Das ist die eine Seite der Medaille. Damit sagt Jesus Blutverwandtschaft ist nicht mehr der höchste Wert und das unsere ethik bestimmende Maß im neuen bund. Nicht die verwandte müssen unbedingt geschützt werden auch wenn sie sündigen. Nein. Das ist nicht Jesus. Jesus sagt, das ist nicht so. Eltern und Kinder sind zwar wichtig, aber im Verhältnis zum Reich Gottes nicht das wichtigste. Das Wichtigste muss immer Jesus in unser Leben sein und das Reich Gottes. Wie oft haben Eltern die Berufung Gottes im Leben ihrer Kinder aufgehalten? Um des Berufes willen, um eine Karriere willen, um ein Studium willen. Wie oft haben Teenager und Jugendliche Christus den Gehorsam verweigert, weil sie falsche Rücksicht auf ihre Väter oder Mütter nahmen? Und Jesus sagt im Vers 39, Matthäus 10:39, wer sein Leben durch Menschengefälligkeit zu finden hofft, der wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen verliert, wird es finden. Und damit komme ich auch zur Zusammenfassung. Wir alle sollten durch unsere Beziehung zu Christus reifen, auch wenn es um das fünfte Gebot geht. Ist diese Forderung Jesu an uns Christen nicht unmenschlich? Nicht zu viel? Auf den ersten Blick scheint es so. Wir dürfen tatsächlich niemand auf Erden so viel Autorität über uns einräumen, dass er uns seinen Willen aufzwingt. Irdische Diktatur, politische und religiöse Diktatur, alles wäre verkehrt. Macht immer krank und nimmt die Menschenwürde weg, wenn sie diktatorisch über Menschen bestimmen. Aber Jesus Christus ist nicht irgendwer. Vor allem nicht irgendein tyrannischer Boss, ein äh, größenwahnsinniger Religionsstifter. Nein, er ist auch nicht ein fanatischer Rabbi, der nur seinen Willen aufzwingen will. Nein, er ist der Sohn Gottes. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und er ist der Einzige, der auf Erden absolute Autorität hat. Er konnte sagen: Mir ist gegeben, alle Gewalt. Im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Halleluja. Er kann sagen, folge mir nach. Er kann sagen, mir ist gegeben alle Gewalt, denn er hat es. Wer also Jesu Ruf folgt, gerät nicht in entwürdigende Abhängigkeit oder unter verwerflicher Druck. Nein, er wird ihm wirklich dann erst richtig frei. Er allein macht frei. Und er findet seine Würde. Der Mensch, der Jesus an erster Stelle in sein Leben setzt, der findet die Würde, wie Gott sie verheißt schon im Psalm 8. Was ist der Mensch? Dass du Seine gedenkst. Was ist der Mensch? Vor den Menschen ist er nichts wert. Die löschen einander aus. Schaut mal, was passiert in Syrien, was passiert gegenseitig. Sogar die, die Moslems bringen sich gegenseitig jeden Tag hundertfach um. Warum? Warum ist der Hass so groß? Nur wegen kleinen Unterschiede in ihrer Denkweise. Ich will damit sagen, wir sehen, wie es nicht funktioniert ohne Gott. Aber die Bibel lehrt, wie es funktioniert mit Gott. Er führt uns zu Reife, zu Mündigkeit. Und diese von Gott selbst gebotene Elternehe, die wir im fünften Gebot haben, Darf andererseits nicht die Gottesehre in der Nachfolge Jesu antasten. Und da habe ich vorher gesagt, ich komme zu einer Stelle: Gottes Autorität steht, steht immer über der von Vater und Mutter und der sonstigen Verwandten. Wer ist meine Mutter? fragt Jesus in Matthäus 12, Vers 48. Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Dann streckte er seine Hand über seine Jünger aus und sagte, das hier sind meine Mutter, meine Brüder, denn wer tut, was mein Vater im Himmel will, der ist mein Bruder. Der ist mein Bruder, der tut, was mein Vater will, seinen Willen. Der ist meine Schwester und der ist meine Mutter. Für Jesus war das Gesetz Gottes bindend zudem die Satzungen der Ältesten zum Teil sogar im Widerspruch standen, wie er zum Beispiel in Markus 7 sagt. Er erinnert sie, Mose hat gesagt, ehre Vater und Mutter, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben, sagt Jesus, das hätte Mose gesagt. Die Pharisäersatzung lautete, ein Kind, das seine alte Eltern unterstützen soll, kann sich von dieser Verpflichtung lösen, wenn es dem Herrn ein Geldopfer gelobt, noch gar nicht gibt, aber verspricht, ich werde dieses Opfer bringen in den Tempel, das dem Tempel gegeben wird. Jesus sagt, schaut mal, was ihr gemacht habt aus Gottes Gesetz. Und dann greift er die Pharisäer an, ich sagt, die Heuchler. Euer Frömmigkeit ist Lippendienst. Euer Herz ist weit entfernt von Gott. Ihr haltet menschliche Gebote, gebt dafür aber Gottes Gebot preis. Das geht nicht. Jesus widersteht den Pharisäer, die gesagt haben: Hey, rebellische Jungs, wenn ihr Probleme habt mit euren Eltern, gebt ein, ein Opfer in den Tempel. Wir befreien euch von dieser Fluch, das im Gesetz des Moses steht gegen euch wenn ihr keine Zeit habt, gibt uns einfach das Opfer, wir machen euch frei davon. Das war absolut genau gegen dem Gesetz Gottes. Die Unterstützungsgabe an die Älter nannte man Korban. In Deutsch heißt es Armengut. Die Satzung der Alten besagte also, dass man sich durch ein Geldopfer, das war schon wahrscheinlich im Alten Testament so, bis Jesus. Und Jesus greift diese Praxis an und sagt: Das geht nicht. Das hat, ihr habt das Gesetz Gottes genau umgedreht. Wäre eine Sünde, wäre eine Heuchelei. Und diese offensichtliche Bosheit der Kinder wurde von den Pharisäern nicht kritisiert, sondern ausgenützt, um religiöse Opfer zu sammeln. Ein Beispiel noch zum Schluss. Wenn wir nach wenn ihr nach Israel geht im Kidron-Tal, ist ein Ort, wo gesagt wird, da ist die Grabstätte von Absalom. Auf dem, da ist so ein Turm, eine abgebrochene Säule und, und eine Menge Steine sind dort, Pff, ganz viele Steine, Berg von Steine. Und ich habe mal gelesen, dass äh, die Geschichte dieses Platzes ist folgende: Für Jahrhunderte hat jeder Jude, jeder Araber, wenn sie dort vorbeigingen, ah, das ist der verfluchte Sohn, der seine Eltern nicht geschätzt hat. Zack, sie haben ein, ein, einfach einen Stein genommen und aus Wut verflucht sei er hingeschmissen. Und so entstand ein Riesenberg von Stein. Und Leute, das ist ein Dokument bis heute, das zeigt, welch ein Fluch darauf liegt wenn Kinder ihre Eltern nicht achten. Er hat sich gegen seinen Vater erhoben und dieses Ressortiment oder diese Abneigung, diese Verachtung in den Herzen der Vorübergehenden hat sich zum Ausdruck gebracht, indem sie immer wieder Steine geworfen haben. Und so entstand ein Riesenberg von Steinen. Spricht das nicht für sich? Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir das fünfte Gebot nicht leichtfertig nehmen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Vater und Mutter ehren bedeutet also, wir können sagen drei Dinge. Es bedeutet die Eltern. Im Kindesalter zu gehorchen oder den Eltern zu gehorchen. Wenn man erwachsen oder größer ist, ähm, im mündigen Alter Respekt ihnen entgegenzubringen. Und wenn die Eltern alt sind, für die Eltern zu sorgen. Möge Gott uns helfen, dass wir nicht sündigen gegen dieses Gebot. Amen. Lasst uns aufstehen.